Hi, hier ist der Schuh von Curf und heute packen wir mal ein paar Kopfhörer aus, und zwar die Powerbeats 2 Wireless von Beats. Das werden die letzten Beats-Kopfhörer sein, die noch komplett ohne Apple-Einfluss hergestellt und verkauft werden. So sehen die Teile eben halt aus, sind ein bisschen speziell, und zwar befinden sich nämlich hier zwei Earhooks zur Sicherung. Das hat auch einen ganz besonderen Bewandtnis, denn diese Beats-Kopfhörer sind inspiriert von LeBron James, den NBA-Spieler, der sehr gut mit Dr. Beats kann und deshalb seinen Einfluss hat spielen lassen und gesagt hat, hey Dr. Dre, ich brauche unbedingt Kopfhörer, die auch beim Basketballspielen nicht von meinen Ohren runterfallen. Deshalb diese Earhooks, die lassen sich auch sehr gut verstellen. Wenn man nämlich hier an dem Gelenk, das hier wegbiegt, dann kann man das auch noch justieren. Je nachdem, wie groß das eigene Ohr ist, kann man den Sitz dann eben halt damit dadurch verbessern. Powerbeats 2 Wireless, das bedeutet natürlich, dass da auch Bluetooth integriert ist. Das befindet sich jetzt hier in dem Teil. Und theoretische Reichweite wären dann 10 Meter. Das bedeutet, dass ihr dann ja, euer Smartphone auch 10 Meter weit weglegen könnt und immer noch Sound genießen könnt. Der Schalter dafür, um das Gerät immer einzuschalten oder um die Powerbeats 2 Wireless einzuschalten, befindet sich hier oben. Längeres Drücken bis zu 4 Sekunden sollte man halten, wenn man das erste Mal eben halt mit seinem Smartphone koppeln will. 4 Sekunden halten, dann blinkt auch die LED und das bedeutet, jetzt bitte pairen mit deinem Smartphone und sobald es gepairt ist, ist es die LED dann in einem Dauerweißzustand. Wenn die LED seine Farbe wechselt ins Rote, dann bedeutet das einfach, der Akku ist leer und ihr solltet das dann an eurem USB-Ladegerät eben halt aufladen. Dafür gibt es hier unten dann den kleinen Gummifropfen, den man dann abziehen tut und dieses Käbelchen hineinsteckt. Das Kabel ist relativ kurz gehalten, ist natürlich praktisch, wenn man das an sein Notebook anschließt, um das eben mal zu laden, um das dann an ein Wandladegerät, Wandnetzteil aufzuladen, ist das natürlich ein bisschen kurz geraten, aber naja, mein Gott, wenn es portabel ist und das Mobil eben halt einsetzen will auf Reisen, dann kann man das natürlich mit einem kurzen Kabel sehr viel besser aufladen an seinem Notebook als mit so einem langen Kabel. So, das einfach einstecken und dann geht es auch schon, einfach aufladen. 15 Minuten muss man es aufladen, um dann eine Stunde per Quick Charge Audiogenuss zu bekommen. Wenn er voll aufgeladen ist, der Akku, dann reicht es für bis zu 6 Stunden Musik. Ja. Kleiner Nachteil bei den reinen Bluetooth-Geräten ist natürlich, wenn dieser Akku komplett aufgebraucht ist, dann ist er mehr oder weniger useless, also komplett unbrauchbar. Es gibt dann natürlich größere Over-Ear-Kopfhörer, wo man noch ein Analogkabel reinstecken kann und dann kann man da auch eben halt auch weiter Musik hören, ohne den Akku zu benutzen oder wenn eben mal der Akku leer ist. In-Ear bedeutet einfach, dass man die kleinen Teile hier ins Ohr hineinsteckt. Und dafür gibt es natürlich dann auch noch passende kleine Ear-Tips von Beats. Das sind hier nochmal 3 zusätzliche, also insgesamt ein 4er-Pärchen. Die haben unterschiedliche Formen. Das sieht man hier als Piktogramm, wie die eben halt aussehen. Und da muss man mal sehen, ob das dann in das jeweilige Ohr hineinpasst. Müsst ihr eben halt dann ausprobieren, wenn ihr das eben kauft. Was ist noch an diesem kleinen Käbelchen dran? Das ist nämlich hier die Fernbedienung inklusive eingebauten Mikro. Das bedeutet, es ist einfach kein reiner Kopfhörer, sondern auch ein Headset. Ihr könnt dann auch damit während eures sportlichen Aktivitäten oder des Audiogenusses auch noch telefonieren damit. Kommt ein Anruf rein, drückt man einfach die mittlere Taste und man nimmt dann den Anruf an oder legt eben halt auf. Plus und Minus, klar. Das bedeutet, dass man die Lautstärke dann justieren kann. Wenn man Musik hören, starten will, dann drückt man auch auf den roten zentralen Button einfach mal drauf und schon startet die Musik. Wenn das mit einem iOS-Device gekoppelt ist, dann hat diese zentrale Button noch eine weitere Funktion, dass man nämlich Musik vorwärts und rückwärts skippen kann. Nur bei iOS-Geräten, nicht bei Android-Geräten. Zweimal drücken ist dann weiter vorspringen. Dreimal kurz hintereinander drücken bedeutet, dass man einen Track zurückspringt. Nur bei iOS-Geräten funktioniert das. Und eine weitere kleine Besonderheit, die der Kollege Gerd sehr gerne mag, ist dieser kleine schwarze, Pinöpel hier. Der sichert nämlich das Kabel oder man kann da eben halt justieren, damit das Käbelchen hinten im Nacken nicht hin und her schlackert. Das kann man nämlich auch noch in der Länge dann eben halt variieren, sodass der Halt auch nochmal gesichert wird am Nacken.
Den kompletten Test werden wir im Laufe der Woche euch natürlich online auf curved.de zur Verfügung stellen, genauso wie tonnenweise an Bildern. Und wenn ihr das Video mögt, dann liked es, shared es auf Facebook und so weiter und so fort. Und wenn ihr immer wissen wollt, wann bei uns Testprodukte reinkommen, dann solltet ihr auch uns in den sozialen Netzwerken, Facebook, Google+, Twitter und auch auf Instagram folgen. Denn wenn ein Gerät hier ankommt, dann werden wir es natürlich dort sofort kundtun und dann seid ihr immer auf den Laufenden. Alles Weitere auf unserer Webseite auf curved.de.